ich habe mir hier mal so ein Zieheisen gekauft. Kostet irgendwie einen Zehner. Ziemlich teuer gekauft bei uns ums Eck im Laden. Und ja, das Ding ist natürlich, wie sagt man so schön, out of the box. Und wird erstmal so gar nichts tun. Ne? Wir werden das mal probieren. Man sieht, nischt. Ja, was habe ich jetzt zu tun? Ich muss das Ding schärfen. Also noch ist da auch kein Grat, kein gar nichts. Es ist alles schön abgerundet. Das Ding kommt also out of the box. Ne? Ja, was machen wir also? Wir werden das Ding gut schärfen und dann mal gucken. Hoppala. Einspannen. Ja, so wird es nicht funktionieren. Da brauche ich erstmal eine andere Klemme für. So, mittlerweile habe ich dann auch eine Möglichkeit gefunden, das ganze Ding an meinen Tisch zu klemmen. Ich mache das einfach so, dass ich das in dem Holz hier zusammenklemme. Und das ganze Ding an meine Werkbank klemme. Nee. So geht es noch nicht. Mal gucken. So. So wird es dann funktionieren. Und dann habe ich gelernt, als erstes mal abrichten. Dazu muss ich aber das ganze Stück weiter nach hinten tun. So. Nicht schön, aber funktioniert. Und dann werden wir jetzt erstmal das Ding vernünftig runterfeilen. So, dass wir hier eine 90-Grad-Kante dran haben. Ja. Und dann müssen wir das noch über einen Stein abziehen. Was auch kein Problem ist. Müssen wir eben den Stein finden. Ja, da ist mein Stein. Und über den Stein werden wir das jetzt abziehen. Hier oben ist die Kante, die wir gerade gemacht haben. Dann lege ich da einfach mal ein Brett drauf. Somit habe ich eine 90-Grad-Kante. Das ist denn jetzt erstmal blank poliert. Dann nehmen wir uns die feine Seite. Ja, und da das ein Wasserstein ist, werden wir den mal eine Runde feucht machen. So.
sollten wir oben drauf eine schöne Kante haben. Ja, dann spannen wir den wieder ein. Ich liebe das. Und dann werden wir versuchen, dort mal auf die Schnelle einen Grat ran zu drücken. Und das Grat ran drücken soll ja furchtbar einfach sein. Und das werden wir jetzt tun. Schnell noch einspannen hier. So. Und jetzt wollen wir da ein Grat dran drücken. Und dann gibt es normalerweise so Grateisen. Ich nehme jetzt mal die Kante von dem Schraubendreher und werde dann genüsslich einen Grat dran ziehen. Langsam kommt er. Also geht es tatsächlich mit dem Stecheisen besser. So, und jetzt fühle ich hier durchgehend. Naja, am Ende noch nicht so ganz. Hier geht es auch noch ein bisschen besser. So. Und schon haben wir Grat dran. Dann gucken wir uns mal an, ob das jetzt funktioniert. Ob wir jetzt damit schaben können. Entschuldigung. So. Kurz ein Stück Holz auf die Werkbank festmachen. Aber nicht so doll sein. Und dann gucken wir mal. Geht, ne? Also ein Grat ist dran, aber so richtig fluffig läuft das noch nicht. Ah, ich muss mehr Winkel aufgeben. Okay. Sie nichts mehr von dem Logo. Ja, kann man so durchgehen lassen, ne? Für das erste Mal, dass ich so ein Abzieheisen geschärft habe. Ist das gar nicht so schlecht.
funktioniert tatsächlich so einfach, wie man das mal gesagt hat. Das war's. Keine 5 Minuten Arbeit am Schärfeisen, am Zieheisen. Und schon kann man damit schleifen. Fertig.